Moin, heute geht es wieder um dich und um deinen Seelenpartner. Und zwar, dein Seelenpartner ist verheiratet und er hat sich endlich für dich entschieden. Ja, er hat es sogar öffentlich gemacht. Er hat sich öffentlich zu dir bekannt. Dein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Doch schwebt er jetzt auf Wolke 7 oder wird es eher zum Albtraum? All das und noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Und am Ende habe ich noch eine ganz tolle Ankündigung für dich. Also bleib bis zum Ende dran, es lohnt sich. Ja, wir sind's, Annette und Easy. Meine Seele, Soul Channel der neuen Zeit, live aus Kapstadt. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, ihr habt euch endlich gefunden. Ihr habt euch erkannt, du und dein Seelenpartner. Und ihr seid jetzt auch schon länger durch diesen Seelenpartner-Dualseelenprozess gegangen. Nun endlich ist es soweit. Dein Wunsch ist wahr geworden. Er hat sich öffentlich zu dir bekannt. Doch was die meisten unterschätzen, ist, welche Phase jetzt beginnt. Vielleicht sagst du, Annette, jetzt muss es endlich mal aufhören. Ja, es wird auch irgendwann aufhören in dem Sinne, aber du darfst nicht vergessen, die Partnerschaft, die du mit deinem Seelenpartner lebst, ist ja auch immer ein Weg zu dir. Auch dieser ganze Prozess, der dazugehört und dieser Dualseelenprozess oder Seelenpartner-Dualseelenprozess ist ja schon die Vorbereitung darauf hin, dass wir überhaupt diese Liebe leben können, diese wahrhaftige Liebe, die für mich sind ja Seelenpartner-Rebelle sozusagen der Liebe der neuen Zeit, weil die darf es nicht interessieren, was die Gesellschaft sagt, sondern sie leben ihr ganz, ganz, ganz eigenes Ding. Und das ist so weit entfernt von dem, was wir bisher erlebt haben, was uns vorgelebt wurde, denn da wurde Beziehung gelebt, sondern jetzt darf es wirklich eine unabhängige Liebe sein, die wir leben, wo eben ganz viel Selbstachtung dazu gehört, Selbstliebe, aber auch den eigenen Selbstwert erkennen. Darum ist dieser Prozess ja auch so wichtig, um das überhaupt auch annehmen zu können, diese Liebe zu leben, also die Reife zu erhalten, um das zu leben. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, wenn jetzt dieser sehnlichste Wunsch da ist, dass er sich jetzt endlich zu dir bekannt hat sozusagen, dass auf einmal alles gut ist. Nein, wie soll's denn? Weil da passiert ja etwas, da platzt ja eine Bombe sozusagen, wenn er seiner Ehefrau sagt und eben auch der Öffentlichkeit damit, dass er sich halt neu verliebt hat, dass er die Liebe seines Lebens gefunden hat und sich eben dafür entschieden hat und die Frau eben und eben die Ehe, vielleicht sind da auch noch Kinder, verlässt. Das ist ja keine einfache Phase und da möchte ich mit dir durchgehen, was das eben auch bedeutet. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, es geht nicht darum, irgendwelche Ehen mutmaßlich zu zerstören oder Familien. Nein, es geht darum, zusammenzuführen, was zusammengehört, nämlich schon lange vor eurer Geburt. Ihr seid ja sozusagen füreinander bestimmt und es war schon vor eurer Geburt geplant, dass ihr euch irgendwann trefft und zusammenkommt, um eben diese Liebe zu leben. Und darum treffen sich ja jetzt auch immer mehr Seelenpartner, eben weil es die Liebe der neuen Zeit ist, weil man sich so liebt sozusagen in der neuen Welt. Und da können wir dieses alte Beziehungsmodell, ne, du musst mich glücklich machen, all diese ganzen Sachen, du bist verantwortlich dafür, dass es mir gut geht, hat da nichts zu suchen. Das ist eine ganz neue Welt, die wir uns erschaffen und dementsprechend ist diese Vorbereitung eben auch so wichtig, das für sich auch zu verstehen. Und ich weiß, dass viele da noch sehr hadern und sagen, aber ich habe doch schon so viel gemacht, es kann doch nicht sein, dass es jetzt immer noch nicht so ist, aber der Seelenpartner spiegelt, das weißt du ungemein und er wird dir immer noch spiegeln, wenn da noch etwas zu heilen gilt. Und jetzt ist diese Phase genauso wichtig für eure Liebe. Diese Phase, wo es nämlich jetzt darum geht, wirklich auch nochmal sich nicht von der Gesellschaft abhalten zu lassen. Das ist nochmal eine ganz wichtige Prüfung, die ihr dadurch lauft, weil da werden keine Jubelschreie sein von dem, wow, ne, er hat sich jetzt dazu bekannt, zu dir bekannt, sondern jetzt fangen sie an, nicht alle, aber ich will das jetzt mal sehr pauschalisieren, dass die meisten jetzt anfangen, eben dagegen zu gehen, das überhaupt nicht gut zu finden, das nicht toll zu finden, dass er jetzt die Liebe seines Lebens gefunden hat. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weiß, wir Menschen mögen nicht so gerne Veränderungen. So, und für viele ist gerade jetzt eben auch in der neuen Zeit, wo es eben in den, der Übergang in die neue Welt ist, ist das Problem, dass so viel Chaos um uns herum passiert, dass noch viele viel, viel mehr festhalten an dem, was sie kennen. Da darf sich nichts verändern, vor allen Dingen nicht im Umkreis, in der Familie oder bei den Freunden. Da halten sie noch viel mehr fest. Darum wird es jetzt noch härter, als es vielleicht vor vielen, vielen Jahren, obwohl ich das auch schon als nicht so einfach empfunden habe. Und wenn du da mittendrin steckst, dann weißt du, wovon ich rede. Weil da fängt dann der sozusagen Shitstorm an. Du wirst beschuldigt, eine Ehe zerstört zu haben. Hast du das? Nein. Wolltest du jemals einen verheirateten Mann haben? Nein. Wolltest du eine Ehe zerstören? Nein, sowieso nicht. Und
da gilt es eben auch zu begreifen, dass du ja nicht schuld bist, dass die Ehe nicht mehr funktioniert, sondern das hat ja auch etwas mit den beiden zu tun. Da bist du sozusagen raus. Vielleicht bist du der, sage ich mal, der Punkt, der Life Changer sozusagen gewesen, wo er aufgewacht ist, aber auch er, sage ich mal, wurde ja genauso überrascht wie du. Also da ist ja nichts großartig von euch jetzt geplant worden oder so, sondern das war, bam, ihr habt euch getroffen so und dann musstet ihr jetzt zusehen, wie ihr mit dieser Situation klarkommt. So, also von der Gesellschaft, von den Freunden, von der Familie ist nicht unbedingt Zuspruch zu sehen. Und was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass natürlich gerne gesucht wird, zu welcher Partei gehöre ich denn? Sie wollen sich aufteilen, bin ich jetzt für ihn oder bin ich jetzt für sie? Und wenn ich für sie bin, dann muss ich ja gegen ihn sein und umgekehrt. Aber damit helfen eure Freunde und Familienmitglieder natürlich überhaupt nicht. Aber das ist ihnen gar nicht klar. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich begreifst, dass es nicht gegen dich ist. Überhaupt nicht. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun, sondern das hat mit ihren Ängsten zu tun, mit ihren Gefühlen zu tun. Aber da hast du gar nichts mit zu tun. Und das finde ich eben so wichtig, dass du das auch für dich verstehst, weil du angegriffen wirst. Ich meine, du wirst negativ dargestellt, obwohl du letztendlich ja eigentlich ein ganz liebenswerter, wundervoller Mensch ist, sonst wärst du ja auch nicht seine Seelenpartnerin sozusagen. Aber das haben sie noch nicht erkannt. Aber diese Phase durchzustehen, es ist ganz, ganz wichtig. Und ich komme auch noch drauf, was da eben auch in der Trennungsphase und eben auch bei ihm passiert, warum es so wichtig ist, dass du da so gestärkt bist. Also zum einen, dass du das abkannst, dass du damit umgehen kannst. Natürlich wirst du vielleicht auch mal umkippen und mal, weißt du, so und irgendwie denken, ach Mann, warum ist das, warum, ich kann das heute gar nicht so gut aushalten, dass sie so gegen mich sind und, sag ich mal, so gegen mich arbeiten und ich liebe ihn doch einfach nur und ich würde ihn so gerne glücklich machen auch und die wunderschöne Liebe leben, aber warum ist da so eine Gegenwind, so ein Gegenwind sozusagen? Das ist ganz klar und wir sind Menschen, das passiert auch immer. Aber das Wichtige ist, dass du halt nicht Sicherheit im Außen suchst, was die meisten nämlich machen und das machen auch viele Freunde und Bekannte dann, dass sie eben die Sicherheit im Außen suchen und sagen, vielleicht war das auch immer so ein Vorzeigepaar, ne? Und die haben gesagt, also wenn die das schaffen, dann schaffen wir das auch und jetzt ist das da durcheinander geraten, die haben es nicht geschafft, jetzt müssen sie auf ihre eigene Ehe gucken, all diese ganzen Sachen, die da letztendlich bei ihnen hochkommen, aber es hat nichts mit dir zu tun. So. Das heißt, da musst du für dich in dich gefestigt sein. Darum sage ich immer, arbeite an deiner Selbstermächtigung, an deiner Selbstliebe, an deinem Selbstwert. Das ist so, so, so wichtig, eben um überhaupt diese Seelenpartnerschaft zu leben, aber eben auch, um solche Phasen durchzustehen. Und wenn du das hinkriegst, eure Liebe wird euch da durchtragen, aber ihr müsst euch das natürlich auch, oder beziehungsweise eure Liebe eben auch das tragen lassen. Aber dafür müsst ihr ganz, ganz, ganz gefestigt sein und die Sicherheit eben in euch finden, weil das ist ja auch das Ding, der neuen Zeit sozusagen, der neuen Welt, dass ihr die Sicherheit in euch findet, nicht mehr im Außen sucht. Und das ist ja auch das Schöne bei der Seelenpartnerschaft, weil darauf kommt es ja eben auch an. So, was passiert bei ihm? Er hat natürlich jetzt diese Trennungsphasen. Auch er als Trenner hat natürlich auch ist natürlich auch traurig. Das ist auch eine Phase der Traurigkeit, wo er durchgehen muss, weil er lässt ja auch etwas los, was sie lange begleitet hat. Ich meine, wenn sie lange verheiratet waren, ist es ja auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von ihm gewesen und für den Abschnitt, wo sie natürlich auch eben diese Ehe geführt haben, zusammen, total wichtig auch für sein Leben. Und das darf jetzt nicht einfach irgendwie unter den Tisch gekehrt werden. So, und was passiert bei ihm? Letztendlich darfst du nicht vergessen, er verliert sein Zuhause, weil er wird ja wohl nicht seine Frau rausschmeißen. Vielleicht, weiß man nicht. Aber ich denke mal, er wird eher derjenige sein, der geht und die Frau und die Kinder eben in dem gewohnten Zuhause lassen. Aber er hat dann kein Zuhause mehr. Das heißt auch wieder für ihn, er hat irgendwo einen Sicherheitsverlust, weil Zuhause ist von Sicherheit. Und eines unserer größten Bedürfnisse ist ja wirklich eben auch Sicherheit, was wir Menschen eben auch so lieben. Aber wie gesagt, wir suchen das noch sehr im Außen. Dann hat er natürlich jemandem wehgetan. Findet er das toll? Nein, wer findet das schon toll? Und die Frau leidet, die hat ja auch verschiedene Phasen, die sie durchgeht. Von dem, das kann ich gar nicht glauben, bis hin, ich bin wütend und ich bin sauer, bis irgendwann natürlich. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich das akzeptiere, wie ich damit umgehen kann, wie ich es annehmen kann. Vielleicht kann sie es auch gar nicht und macht ihm wirklich die Hölle heiß. Das ist ja total unterschiedlich, wie da eben miteinander umgegangen wird. Aber all das muss er natürlich auch irgendwie aushalten. Und je mehr du natürlich dann da einknickst, das heißt, da musst du auch für ihn stark sein. Das heißt jetzt aber nicht, dass du dich total aufgibst, als das auch alles ganz toll oder so. Das meine ich überhaupt nicht. Aber dass du stark in dir bist und da wirst du auch wieder ins Wanken geraten, weil
das natürlich auch, du wirst extremst gefordert, was das angeht, aber es stärkt dich eben auch extrem von innen, in deiner Sicherheit, in dir. Weil manchmal wirst du vielleicht schon denken, ach, warum geht er da wieder hin oder warum muss er da was klären? Aber es ist auch wichtig, dass er auch mit seiner Frau das aufarbeitet, was da eben los war. Oder dass er eben auch für seine Kinder da ist, wenn da Kinder mit im Spiel sind. Dass er vielleicht auch mal Abend isst mit denen zusammen und diese ganzen Sachen. Da musst du drüber stehen, das musst du ihn lassen können. Als wenn du jetzt voll in die Eifersucht gehst, vielleicht wirst du zwischenzeitlich mal eifersüchtig, ja Gott, wir sind Menschen, aber dass du dann für dich, sag ich mal, wieder die Sicherheit in dir findest, dass du wieder in deiner Energie der Liebe sozusagen dich reinfühlen kannst und das leben kannst. Es geht natürlich jetzt nicht, dass er die ganze Zeit jetzt immer Abend ist mit seiner Familie und seinen Kindern oder immer mit der Frau ist, um dann noch irgendwas aufzuarbeiten. Das funktioniert natürlich nicht, aber darum ist es auch ganz wichtig, dass ihr miteinander kommuniziert. Da müsst ihr ganz, ganz, ganz viel reden in dieser Phase, dass ihr auch schaut, wie ihr den anderen abholen könnt, dass ihr füreinander da sein könnt, dass ihr euch füreinander stärken könnt, dass ihr euch wirklich auch gegenseitig fragt, was kann ich dir jetzt gerade Gutes tun, was brauchst du jetzt, aber von beiden Seiten, nicht nur einseitig. Aber du merkst, wie wichtig das ist, welche Säule du bist in diesem Prozess, dass ihr da durchgehen könnt. Aber das Gute, was ich dir jetzt schon mal versprechen kann, sozusagen, ist, irgendwann wird es aufhören. Es wird weniger werden. Sie werden irgendwann sehen, dass ihr auch zusammengehört und alles wird sich beruhigen und sie werden dich dann auch mehr kennenlernen und sie werden dich dann auch lieben lernen. Und das ist ja das Schöne daran. Das habe ich ja selbst endlich auch letztendlich auch erlebt. Ich meine, wie bin ich gestartet? Als das blonde Gift aus Südafrika, wenn ich es mal so sagen darf. Letztendlich, weiß nicht, bin ich in, haben sie mich in ihr Herz geschlossen und es ist einfach wunderschön, ja, eine so wundervolle neue Familie letztendlich auch in meinem Leben willkommen zu heißen und das wird dir auch passieren. Aber wie gesagt, diese Phase ist halt eben wichtig auch durchzustehen und diese Phase für dich eben auch, und da möchte ich dich darauf vorbereiten, dass du jetzt wirklich für dich weißt, ah, okay, das kann noch mal schwierig werden, herausfordernd werden, dass du da nicht umkippst, weil du so umgeblasen wirst, weil du echt denkst, boah, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, sondern dass du da wirklich klar und stark bist. Das heißt auch, du sollst dich jetzt nicht nur fokussieren, oh Gott, das wird schwierig, oh Gott, das wird schwierig, oh Gott, das wird schwierig. Nein, sondern dass du natürlich auch da deinen Fokus anders ausrichtest, dass du natürlich auch da manifestierst, weil du kannst für dich manifestieren, dass diese Zeit, dass ihr die gut übersteht, dass ihr da wunderbar durchkommt. Du kannst auch manifestieren, warum fällt mir das nur so leicht, durch diese Phase zu gehen, so stark zu sein in mir und eben da für ihn auch eine wichtige Säule zu sein, weil er wird eiern, ist doch klar. Ich meine, da bricht auch für ihn gerade alles zusammen und er weiß nicht genau, wo er hingehört. Es kann durchaus sein, dass er auch erstmal wieder zurückgeht zu seiner Frau, weil das Phänomen ist ja, das kennst du auch, du hast dich getraut, du willst etwas verändern, du hast dich entschieden und auf einmal, bam, ist auf einmal, dass dein Verstand, dein Unterbewusstsein auf einmal ein Erinnerungsvermögen kommt oder Vermögen kommt oder wo auf einmal alles gut war, was in der Vergangenheit war, was lange nicht so Wirklichkeit war, weißt du, wo du lange schon lange raus wolltest, was schon lange vielleicht gar nicht mehr gut war, aber auf einmal, sofern wir was verändern, wir haben so eine Angst davor, dass irgendwie unser Gedächtnis irgend uns was anderes erzählt, wo wir auf einmal nur noch das Positive im Kopf haben und gar nicht mehr das, was uns vielleicht gar nicht mehr so gut gefallen hat. Das kann also sein, dass er noch mal zurückgeht und noch mal sagt, du, ich habe mich geirrt zu seiner Frau und wir wollen es doch noch mal probieren. Aber das kann ich dir auch sagen, dass das nur eine Phase ist. Weil, wie soll es auch anders gehen? Ich meine, der liebt dich, du bist in seinem Herzen. Und das andere ist ja das, was er sich aufgebaut hat, wo er letztendlich ja seine Komfortzone bisher hatte. Aber mit dir gilt es natürlich, eine neue Komfortzone zu finden. Und da wird er sich dann auch irgendwann trauen, dass ihr diese Liebe miteinander habt, dass ihr zusammengehört, dass ihr diese Verbundenheit, dann wird er das auch schaffen, da wieder rauszukommen, um wirklich auch mit dir zu sein, dass ihr endlich, endlich eure ganz, ganz wundervolle Seelenpartnerschaft leben könnt. Das Schöne ist, dass es irgendwann ja auch kein Thema mehr ist in der neuen Zeit, in der neuen Welt, weil sofern immer mehr natürlich den Übergang geschafft haben, immer mehr in der neuen Welt sind, sind natürlich diese gesellschaftlichen Zwänge in dem Sinne auch gar nicht mehr so relevant. Das dauert natürlich noch einen Moment. Wir sind jetzt gerade in der Übergangsphase und die ist meistens sehr chaotisch. Dann werden wir in der neuen Welt sein und da wird es völlig selbstverständlich sein, dass wir diese Liebe leben. Da
kommen wir gar nicht mehr darauf, was anderes zu leben. Und das ist das Schöne, weil wir einfach höher schwingen, weil wir mehr in der Liebesenergie sind, weil wir einfach auch mehr in uns sind, weil wir den Weg zu uns gefunden haben und immer mehr leben und immer mehr aus uns herausleben und auch die Sicherheit in uns finden und nicht im Außen. Du merkst, das wird sich alles total wandeln, aber im Moment ist es, wie gesagt, noch sehr chaotisch. So. Und weil das Moment noch so chaotisch ist, habe ich etwas ganz Besonderes. Und zwar jetzt am kommenden Sonntag werde ich mein erstes Live geben auf YouTube. Und zwar wird es darum gehen, wie sieht denn das überhaupt aus? Neue Welt, Übergang, du bist vielleicht weiter schon als dein Seelenpartner. Wenn du jetzt in die neue Welt gehst, bleibt er dann zurück oder kommt er mit? All das noch viel mehr möchte ich gerne mit dir besprechen am Sonntag, jetzt am Sonntag um 10 Uhr. Wie gesagt, mein erstes Live, ich freue mich mega drauf. Und wenn du Fragen dazu hast, schreib es gerne schon mal in die Kommentare. Es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt channel, ob es dein Seelenpartner ist oder nicht. Natürlich, das ist was ganz, ganz anderes. Aber dass du ein Gefühl dafür bekommst, was passiert da eigentlich, wie geht das eigentlich, Seelenpartner, Übergang, neue Welt. Ich freue mich mega drauf und ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, über ein Like. Teile es auch gerne, damit eben auch andere sich durch dieses Video stärken können, sich vorbereiten können, das Richtige manifestieren können, ihren Rucksack leeren, alles, was dazugehört, um eben diese Phase so wunderbar zu überstehen und mit ihrem Liebsten dann auch ganz bald auf Wolke 7 zu schweben. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Ciao, Fanau. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus und liebe. Tschüss.